Wunderschönen guten Tag zusammen. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Scrap Mechanic. Den PeteSpeed Robot Profi. Fights! Natürlich, den PeteSpeed Robot Fights. mit Peter, ist er einmal nach Paris, Jay, dann kann er schon nicht mehr sprechen. Sebastian, und heute Servus. Dreht sich alles ums Fliegen. Das heißt, die haben gleich eine halbe Stunde Zeit, ein Fahrzeug zu bauen, was schwebt, fliegt, whatever. Moment, wie viele Schubdüsen dürftet ihr jetzt benutzen? 10? Nach unten 20 insgesamt. 10, ja. Insgesamt 20. 20? Okay, ja, holy shit. 2 in jede Richtung und 10 nach unten. Genau. Du hast doch nur 6 Richtungen, oder? Ja, du hast 4 in alle 10. Horizontale, ja, und eine nach oben. Jay wird das schon rausfinden. Nach unten 10. Genau. Bau dir einfach einen Würfel und klatsch da mal einen Schubdüsen dran, dann siehst du das. ja, keine Pistons und ich meine, Stoßdämpfer brauchen wir sowieso nicht. Keine Reifen, keine Motoren. Wo ist denn der Christian? Hallo! Weiß ich, brauchst du, wenn du Motoren. Nee. Kannst du Motoren auch benutzen, um die für irgendwas ausfahren zu lassen? Ja, bestimmt. Kannst du theoretisch. Wenn du einen Helikopter bauen möchtest. Wir haben jetzt theoretisch. Dann kannst du das Ding auch mit einer Steuereinheit betreiben, das Rotoren-Ding. Ja, genau. Motoren sind Nada, ja, verboten. Nada ist verboten, ne? Ich kann Spanisch. Ja, genau. Peter, ey. Nada ist verboten. heute voll international hier. Aber ja, Mann. Bei den Schildern steht immer Nada drauf, hier nicht reinfahren. Ja, ja, cool. Dann 30 Minuten Bauzeit habt ihr und wenn ihr fertig seid, können wir anfangen. Jetzt zumachen, ja. Tschüss! Tschüss! Ja. Okay. Cool. 30 Minuten, 3, 2, 1, los. Ich höre die anderen ja noch. Ach, jetzt kann ich ja gar nicht mit mir selber reden. Ja, Peter, rede mal. So, weg die Spannung. Ja, das Ganze hatten wir schon irgendwann bestimmt mal. Da konnte sich aber keiner mehr dran erinnern. Ne? Wen wundert's? Es geht wieder darum, auch hier auf den Boden zu kommen. Es könnte halt nur sehr chaotisch werden, weil, wenn wir alle mal ehrlich sind, das sind nicht die besten Piloten und auch nicht die besten Flugzeugbauer, sag ich mal. Das könnte heute sehr chaotisch werden. Ich hab noch irgendwo. Die sind aber über den Boden geschrabbelt. Hier die Podracer. Nee, die sind über den Boden geschrabbelt, das war das nicht. Das ist schon so lange her. Ich weiß es nicht mehr. Na, gucken wir mal, was dabei heute rauskommt. Sowas hier, ne? Oh, ne. das war nur die alternativen Reifen von Sepp. Ne, das war ein Mod. Oh, wie viele Fahrzeuge? Also, ne, das war noch der alte Flieger. Das war ein Motorrad. Ne, irgendwie. Finde ich nicht mehr. Da erinnere ich mich noch dran. Das hatte Martin uns, glaube ich, hier zur Verfügung gestellt. Ich glaube. Das war ganz gut. Das ließ sich vor allen Dingen gut steuern. Ich weiß überhaupt nicht, wie er es gemacht hat. Aber wir können ja vielleicht inspirieren wir den einen oder anderen mal. Oh, das wäre geil, wenn das einer nachbaut. Denn ich glaube, wenn du hier mit Stress hast, dann verballerst du völlig, in welche Richtung sich die Teile drehen. Ah doch, ich glaube, das wäre ganz schön. So, die ersten 3 Minuten sind gleich rum. Heute beginnen wir mal, ich muss übrigens sagen, Jonathan ist nicht im Vollbesitz seiner Kräfte, denn, sagen wir mal, er hat nicht viel geschlafen letzte Nacht, um sein 5-Sterne-Match zu gucken. Deswegen gehen wir dem natürlich heute als erstes auf den Sack. So, hallo Jay. Hallo. Oh, was? Nice, du hast schon. Schubdüsen dürfen aber dann nicht kippen, oder? Also die Richtung wechseln, korrekt?
Na, wenn mit Kippen trotzdem nur 10 in eine Richtung sind, passt das doch. Schon gehen die Diskussion wieder los. Ja, das sieht doch schon sehr schön aus. Ich habe mal was zur Inspiration mitgebracht. Ja. Was ich gefunden habe. Alter. Wie soll man denn damit was reißen, Mann? Das ist der. Hier, das ist der verrückte Frosch. Ring, ding, 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 ding. Alter. What the fuck? Na, mal geht das vielleicht? Zum Schweben wäre das aber gar nicht schlecht hier. Was passiert denn jetzt? Alter, ich habe gar keinen Plan, Mann. 20 Minuten noch. Was ist denn Schweben? Drei Dinger sind schon Schweben hier, ne? Wie drei Dinger? Mal gucken, wie das jetzt funktioniert. Das ist mir lieber. Ja, das sieht nach Schweben aus. Hey, das schwebt doch! Füttert schwebt. Schwerkraft sagt nein. Hä, guck doch! Ja, das klatscht halt jedes Mal am Boden und dann. Ja, was glaub, weiß denn ich, wenn. Warum funktioniert denn das nicht? Ich glaube fast sogar, dass das geht zu stark wieder in die Luft, weil es danach zu. Weißt du, aus zu großer Höhe auf den Boden haut. Ach so. Weißt du, wenn ich dann alles auf 1 setze? Mal gucken. Oh, jetzt sind die jetzt noch an. Ja. Ich finde, das ist Schweben. Oh Gott, was macht es jetzt? What the fuck? wie kriege ich denn den Scheiß im Zweifel aus? Ja, ey. Ja, so. Moment, ich darf 10 in eine Richtung bauen, ne? Ja. Also 10 nach unten. Also so, dass die nach unten zeigen, so dass du hoch. Ja, dann kann ich halt so, weißt du, ich habe so 4 zum Schweben und dann einfach 6 im Zweifel, um mich dann irgendwie mal wieder in die Richtung zu hauen. Ja. Alter. Mal so. Das war noch hier, was sind noch 24 Minuten alle Zeit der Welt. Ja, ja. Easy peasy. Easy peasy. Ich werd mal rüber gucken, was Peterchen so macht. Bis later. Das ist eh später. Oh oh. Oh. Ups, kleine Bruchlandung. Alles gut, nichts passiert. So. Ja, ich bin noch nicht so weit fortgeschritten. Die anderen sind wahrscheinlich schneller als ich, aber ich. Nicht wirklich. Also, da würde ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, da wo ich gerade war, war derjenige viel weiter. Irgendwie Bock, also wie ich ja gerade auch schon geschrieben habe, die in der Mitte sollen angewinkelt werden. Warte mal. Ah, da ist ein Gelenk. Ja, genau. Und jetzt muss ich nur noch eine Steuerneid finden. Da. So, wenn jetzt das so, dann machen wir das mal auf. Oh. So, warte mal. Was bringt das angewinkelt sein? Keine Ahnung, ich finde einfach, dass das cool aussieht. Okay. Ja, den finde ich auch. Musst du dann, achso, dann machst du dann auf allen 4 Seiten, logischerweise, naja. Genau, und dann, aber das, die zählen für mich trotzdem als die Schubdüsen, die nach unten zeigen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, davon mache ich nicht mal 10, glaube ich, weil das kommt symmetrisch dann nicht aus. Aber ja, das müsste ja dann eigentlich niemanden sauer machen. Nö. Nee, du machst insgesamt dann 8, oder? Warte mal, 3, ja, 6, wahrscheinlich. 7, 8, ja. Ja. Ja, man muss es ja auch nicht übertreiben, ne? Also, solange das mit 8 funktioniert, ist ja auch super. Sehe ich ganz genauso.
Jetzt mache ich das hier mal überall. Und dann gucken wir mal, ob das funktioniert, wie ich mir das vorstelle oder nicht. Wie stellst du dir das vor? Ja, ich schwebe. Ja, okay. Und dann muss ich noch gucken, wie ich lenke. Bin ich invaliden, Punkt. Ach, das wird schon. Du hast ja theoretisch noch zwei Schubdüsen frei. Ja. So, auf offen davon. Ich guck mir das mal bei dem Sebastian an. Oh, do it. Später. Jo. Guck mal, du schwebst ja schon. Hey. Na, nicht ganz. Ich bin ein bisschen zu schwer oder zu leicht. Boah. Ich habe aber eine Lenkung relativ gut hingekriegt. Mal gespannt, wie das... Das muss auf jeden Fall noch schwerer werden, weil ich kann nämlich... Ah, mit dem Sitz kannst du die Also wenn ich quasi lenke, dann... Wieso lenkt der immer automatisch? Was ist hier los? So, jetzt. Wenn ich dann lenke... Naja, wie bei... Also als hättest du halt Achsen. Genau, dann dreht er halt automatisch, aber ich habe noch zu viel Schub. Also, ich flieg zu krass hoch. Ich will ja schweben. Du fliegst doch ganz schnell. Also, du bist ja gerade so nach hinten gehauen. Ach so, vom Lenken? Ja, gut. Ja, ja. Vom Lenken gibt er mir zu viel. Aber ich flieg halt zu hoch. Also, ich muss noch schwerer werden, denke ich. Und, ja. Man darf ja aber Sachen bauen, die einen wieder aufrichten, falls ich auf den Kopf falle, ne? Ja, das sollte man, glaube ich, machen. Also sowas wie ein Arm, der einen wieder richtig legt oder so. Weil ich weiß, haben wir das nicht verboten. Nee, ne? Also nur grundsätzlich beim Bewegen darf man halt nicht den Boden berühren. Das ist richtig. Dann baue ich doch einfach mal so einen Bügel. Ja, du kannst zwischendurch den Boden berühren. Ja, ja, aber nicht so, dass deine Steuerung da hauptsächlich drauf ausgelegt ist. Ja, genau. Ne? Ja. Dann schweißen wir das hier fest. Was denn? Nix, ich musste gerade. Ich habe nur an das bisherige Konzept eines, sagen wir mal, Mitbewerbers gedacht. Ach so. Müssen wir mal gucken, ob Hüpfen auch. Ach so. Oh, okay. Ja. Oh, ja, ne Schlimmes. Sah lustig aus. Aber, was ich halt noch überlegt habe, ich weiß noch nicht, oder ob ich quasi unten drunter so einen Laserpointer mache, der quasi immer wieder die Schubdüsen unten ausgehen lässt. Wenn der quasi zu hoch fliegt, dass der automatisch dann quasi abschaltet. Oder wenn du halt zu niedrig kommst, anschaltet. Ja, ich komm genau. Sofort wieder. Genau, also mal gucken. Ja, probier das mal aus. Ich guck mir erst noch Bram an, bevor ich mit Jay nochmal gebe. Ja, mach das. Weil bei dem weiß ich gar nicht, was er bisher gemacht hat. Oh. Ja, bis später. Bis gleich. Wo ist der Adler? Ich sehe ihn nicht fliegen. Nee, noch nicht. Aber gleich. Guck dir mal bitte das mit dem Verbindungsstuhl an. Was? What the fuck? Na, Moment, ich mach kurz das Radio aus. Ja, du lachst ruhig an. Radio ist schön. Aber, okay, du hast... die Sache ist ja gar nicht verbunden. Ich dachte, ich verbunden, klar. Also die Steuereinheiten sind bei mir nicht verbunden. So, nee, da bin ich ja jetzt erst dran. Die ist fertig, wow. Geil. Ja genau, also die Steuereinheiten sind noch nicht verbunden, die Schalter, aber ich glaube der Rest schon, da habe ich mich nur verguckt. Aber du hast auch, warte mal, nee, so viel Schubdüsen hast du gar nicht benutzt, ne? Noch nicht, okay. Also ich habe bis jetzt nach unten halt 4. Ja genau, also das ist ja nicht mal die Hälfte. Und das sah doch zumindest eigentlich schon ganz gut aus, nur du fliegst halt sehr hoch. Oh.
Ah, hier sind die Flügel. Ich erkenne es. Kommt gleich alles. Ich bin aber überlegt, kann man irgendwas für Federn benutzen? Oh. Hat nicht. Ha! Pass auf. Meta-Ebene. Stell's mir. Zack. Jo, das ist echt Meta. New Game Meta-Shit hier. Finde ich gut. Federn, Junge. So, wir haben jetzt Halbzeit. Gleich. Nee, Halbzeit. Was habe ich denn da geschrieben? Halbzeit. So. Halbzeit. Guck mal. Jay ist schon fertig. Also, vielleicht sollte der Junge öfter weniger Schlaf konsumieren. Dann ist der genialer. So, okay. Klappt das jetzt? Bestimmt, oder? Ja, sicher, bei mir klappt das doch immer. Ich weiß überhaupt nicht, was du vorhast, aber ich würde sagen, ja. Moment. Wer ist dann... Scheiße, das funktioniert nicht. Ja, gut. Gute Aktion. Der muss auch zwei nach unten. Ja, ich kann dir leider, wenn du gleich nochmal wiederkommen solltest, kann ich dir mehr. Ja, ich komme gleich nochmal wieder. Kein Problem. Ich gucke mir mal Jays Musterlösung an. Du das. Da bin ich ja mal gespannt, was der Junge jetzt gemacht hat. Weil plötzlich funktioniert. So, wo ist Mr. Genius? Da ist Mr. Genius. Der ist ja schon fertig mit Malen, mit allem. Oh. Alter. Du bist schon fertig? Ja. Ohne Scheiß, guck dir das an, pass auf. What the fuck? Das ist krass, oder? Aber du schubbelst doch die ganze Zeit über den Boden, oder nicht? Oder wo kommen die? Nö, das ist so leicht. Ich hover so leicht über den Boden, dass ich einfach so gar keine Reibung habe. Mega gut. Probier das halt selber. Ach, hier mit 8, 4, 6 und 2. Steuerst nach vorne, hinten, zurück. 5 solltest du nicht drücken. Ja, ich habe das auf dem Numpad gelegt. Ach so, das habe ich noch nie gemacht. Ja, benutzt einfach 8, um nach vorne zu gehen. Krank, oder? Ja, okay, jetzt drückst du 5. Oh, 5 geht dann bleibt er, dann hängt er sich einmal auf den Boden. Und dann kannst du wieder neu, dann machst du 5 wieder aus, dann geht's weiter. Okay, 4 und 6 ist links und rechts, logischerweise. Ach, ja, logisch. Also ich kann mich halt schlecht drehen, aber dann brauche ich ja auch nicht. Scheiß drauf. Nee, hey, das ist ja egal, du bist ein Würfel. Machst das ist krank, gut. Oder? Das ist voll gut. Es funktioniert viel zu gut. Ich bin komplett begeistert. Ich werde da auch nichts verkleiden oder sowas. Ich will das Ding nicht schwerer machen. Es funktioniert halt einfach. So, ich reibe halt eigentlich nicht wirklich über den Boden. Das ist genau die Höhe, die man halt braucht. Um halt keine Reibung zu haben, meiner Meinung nach. Also, das sauberste Fahrzeug würde ja gar nicht... vielleicht nicht, aber... Was ist? Der wirbelt die ganze Zeit Staub auf. Oder ja, nee, okay, das sind Abgase. Das sind die Abgase von den Staub. Die habe ich aus. Den Staub. Bei mir gibt's keinen Staub. Ach echt? Das kann man ausmachen. Das ist wahrscheinlich ganz clever. Wobei Performance ist eigentlich noch in Ordnung. Weißt du, so, wenn ich. Jetzt kann ich mich halt kein Stück bewegen, wenn ich halt die 5 aktiviert habe. Also. Aber die brauchst du zu umdrehen, theoretisch. Wie gut kann ich denn Berge erklimmen? Ja, easy! Alter, das ist nur mega laut. Ja, das haben Raketen halt so an sich. Ich werde da jetzt auch nichts mehr dran bauen. Warum sollte ich? Ja, würde ich glaube ich auch nicht machen. Nachher mache ich es einfach nur schwerer, den ganzen Scheiß. Ja, mega gut. Ja. Dann hast du jetzt noch 11 Minuten, die du chillen kannst. Aber welche Farbe hättest du gerne noch? Was soll ich denn hier raus machen aus dem Ding? Ja, wenn das fertig ist, dann lass es am besten so. Speicher das ab und warst du halt klug. Ist doch gut. Ja, keine Ahnung. Ja, guck ich mir mal den Rest an. Oh, vielleicht hat Peter jetzt was zu vollziehen.
Da ist er. Hallo Peter. Hallo. So. Oben. Also ich habe noch keinen Fahrtest gemacht. Ich habe gehört, Jay ist schon fertig. Ja, Jay ist fertig. Da wollte ich gerade gucken. Das ist beeindruckend. Ebenermaßen. Ja, fand ich auch. Vor allen Dingen nach seinen ersten Versuchen. Du. Ach so, okay. Die schrägen sich dann später an. Ja. Das hast du nicht mehr geändert. Was machst du jetzt hier? Ach, du baust das dicht. Zu. Ja. Okay. Also ich glaube, das sieht nachher ganz cool aus. Du hast relativ viele Schalter. Ach so, ja klar, für die Schubdüsen, um dich bewegen zu können. Genau. Wie viel hast du jetzt genommen? Nach oben? Nee. Ach so, du hast doch noch... Okay, noch zwei, wow, in der Mitte verbaut, die als Special Schub dienen, wenn ich es brauche. Also wenn ich mal wegfliegen muss. Oh Gott, oh Gott. Aber jetzt wird hier erstmal zugebaut, damit ich... Flucht könnte tödlich enden. Ja, das immer. Jetzt hast du so Würfel gemacht, okay. So. So. Wäre schon ein bisschen enttäuscht, dass keiner hier einen Sternzerstörer gebaut hat oder so. Ja, schon mal eben, Junge. Ja, was denn? Mal meinen noch grau an, ist dann Sternzerstörer. Sind die nicht so weiß-grau? Boah, schwierig. Ja, Entschuldigung, jetzt müssen wir uns hier aber jetzt nicht hier kommt über. Kommt wahrscheinlich auf die Bildschirmhelligkeit an. Graustufigkeit unterhalten. Kommt mal auf die Bildschirmhelligkeit an. Block ich den Shit? Ich glaube, ich block den Shit. Ah ja, ich block den Shit. Blocken wollen wir ja nicht. So, sieht, setzen wir uns doch mal rein aus in die gute Stube. Geil. Oh nein, ich habe den Schalter nicht. Oh nein, verbaut. Was hast du gerade getan? Nix. Ich habe nicht aus Versehen einen Block gelöscht. Ich habe den wieder dahin gebaut. Alles gut. War nur so ein random Holzblock. Läuft bei mir, hä? Ich glaube, deine äußere Schubdüse hier ist nicht alt. Ja, habe ich gerade auch gedacht. Hier bist du nicht. Sechs. Ich habe die mit der falschen verbunden. So. Geht sie jetzt? Ja. Ja, jetzt geht's doch. Jetzt ist sie an. Okay, ich sehe schon. Okay, das war nicht gut. Bomb! Moment, wieso ist die auch nicht an? Das war schön. Ja, genau, die Angeschreckten habe ich gedacht, die machst du noch separat an. Aber scheinbar. Nee, nicht. Die mache ich eigentlich nicht separat an. Aber stark! So, jetzt muss ich nochmal eruieren, woran das gelegen hat. Ja, aber jetzt hast du ja erst alle Schubdüsen an. Jetzt musst du ja eigentlich nochmal. Oh, warte mal, da ist auch noch irgendwas nicht. Metrisch? So. So. Jetzt sind alle an. Ah! Okay, es sieht sehr vorsichtig aus, aber es scheint zu funktionieren. Das Interessante ist, wenn ich rückwärts fliege, siehst du das? Vorne. Dann mache ich so ein. Wie kippe ich denn dann nach vorne? Ich kann so schnell. Wenn du vorwärts quasi fliegst, kippst du hinten runter. Ja, aber das ist doch belastend. Das, ja. Oh Gott! Physik ist immer belastend. dieses Bomb, wenn du auf den Rücken knallst, ist super. Das ist doch alles scheiße. Wieso passiert denn das? Kannst du dich eigentlich wieder umdrehen? Nee. Eieiei. Noch nicht, Christian. Ja, aber cool. Genau, sind auch noch 6,5 Minuten Zeit. Aber schön, dass du Fahrtest gemacht hast. Wieso passiert das? Okay, ich glaube, ich weiß, wieso das passiert, weil die... Ja, okay, verstehe. Gut, dann guck ich mal weiter. Jo. So, und wie kommst du zurecht? Geht so. Ich habe jetzt noch was dran gebaut. Zum Fighten, aber irgendwie. Puh.
Irgendwie so richtig leidet der nicht. Ich habe da das perfekte Gewicht noch nicht gefunden. Wieso hat der denn jetzt vorne so viel Schlagseite? Ach, fick dich doch. Wieso hat der denn vorne keine Power? Die haben alle gleich viel Power. Und die müssten alle zur gleichen Zeit angehen. Ja, hier hinten ist einer, der hat mehr. Da habe ich einen übersehen. Jetzt sieht das schon besser aus. Hast du drei an jede Ecke gemacht? Ja. Oh, dann sind das 12, ne? Sind das nicht 12? Oh, verdammt. Oh, ich dachte, das wäre voll smart, das wären ja dann 9, aber hey, viermal, das ist ja 4x3 und nicht. 4x3 sind 12. Ja, mach mal die Ecken weg. Ja, während die an sind. Ja, fliegt ja nicht weg. Aber jetzt habe ich wieder zu wenig Power. Ach, fleck mich doch, ey. Na gut, das ist ja, also es sind noch 5,5 Minuten. Ja, gut, dass du aufgepasst hast. Wenigstens einer hier. Das hat wieder Geschrei gegeben. Jo. Ach du Kacke, ey. Aber wie machen wir das denn jetzt? Ja, das meinte ich eben mit Känguru. Ja, muss ja, eigentlich müsste es noch einen kleinen Ticken besser gehen. Wir müssen das ausbalancieren. Nach vorne Sensoren? Nach vorne sind die fürs Lenken. Hier. Ah, okay. Das sind die fürs Lenken und ich habe jetzt noch reingebaut hier so einen Angriff. Oh ja, wow. Okay, hier, siehst du den krassen Angriff? Ich bin gespannt. Oh Gott. Krass. Der ist krass, ne? Also ja, tatsächlich. Also da ist ja einiges an Steuereinheit-Arbeit hinter. Ja, also ein bisschen was muss ich ja auch kämpfen können, wenn ich denn kämpfen muss. Deshalb bin ich da... Ja, muss ich mal gucken. Vor allem muss ich das Ding jetzt mal vernünftig ans Laufen kriegen, dass der vernünftig schwebt würde ich sagen. Und nicht hier... Puh. Wow. Oh Gott. Was war das denn? Ja, weiß ich nicht. Irgendwie hart gelegge hier. Ach du Scheiße, ich legge hier voll drin rum in dem Ding. Ich muss mal eben zu Bram fliegen, aber irgendwie geht das nicht mehr so richtig. Oh. Lift off. Okay, bis gleich. Bis gleich. Für malen. Sehr schön. Ja. Aber. So, jetzt müsste es funktionieren. Oh, hoppala. So, jetzt vielleicht. Jo. Das sieht sehr flott aus. Das wird ein absolutes Chaos heute. Ja. ui. Das sind auch nur noch 1,5 Minuten. Ja. Nutze ich dann gerne für Tests. Also ich kann halt die beiden Sachen hier. Mhm. Bin nur mal überlegen, ob ich... dauerhaft anhabe oder nicht. Tot! Zertrampeln. Finde ich sehr gut. Moment. Die gehen auf die 6, ja? Weißt du. Überleg dir das mal. Ich muss mal kurz weg. Eieiei, also das wird ja heute abgefahren. Jay schwebt relativ niedrig. Bei Peter bin ich mir da noch nicht so sicher. Der läuft wieder Gefahr, sich irgendwie selber da Richtung irgendwo hinzuschießen. Sepp sieht mittlerweile ganz gut aus. Gut, dass wir das mit den Schubdüsen da gecheckt haben. Aber Jay hätte sich ziemlich beschwert. Bram ist so ein bisschen wie bei Peter, nur wahrscheinlich ein bisschen sicherer in der Steuerung, was links, rechts und so weiter angeht.
Das könnte heute lustig werden und auch sehr schnell vorbei sein. Akkurat. Da. Oh, vorbei. Fertig. Hui. Bye, vorbei. Oi. Das ist ja gut. Kann hier jemand tröten? Ja, die Jay ist da. Okay, so ein Ding wie das ist es natürlich jetzt nicht, ne? Wieso ist das jetzt so ruckelig? Was ist gerade passiert? Warte, ich lösche das mal. Jetzt fliegen. Meep. Also einen Hoop hätte ich mir auch noch einbauen sollen. Ich glaube, heute ist es ganz praktisch, die Wände oben zu lassen. Lol. Was ist das denn? Der blaue Adler. What the fuck? Gut, speichern. Ja, vielleicht mal so. Also, warte da. Weiter runter. Sehr also, schön. Dann, Jonathan, du warst heute so früh fertig. Ja, das jetzt will ich aber sehen, was nicht geht. Nicht mal die Hälfte hast du gebraucht. Ja, ich war einfach komplett zufrieden. Ich habe das auch gar nicht verkleidet, sondern habe gar nichts damit groß gemacht. Vom Prinzip nicht unähnlich zu meinem. Oh, krass. Ja, Jay ist ziemlich mobil unterwegs, muss man sagen. Holy shit. Vor allem, ich kann auch wirklich heftig... Ich bin die Berge entlang gefahren. Komplett. Okay, das ist heftig. Ja, finde ich ganz schön nice. Was hast du da auf dem Boden? Was ist das, was die ganze Zeit auf dem Boden kommt? Das sind die Sensoren. Ah. Ich finde das krass, wie ausbalanciert das ist, dass du schwebst. Ja, also wenn ich halt die... Meine Schubdüsen anhabe, knallt halt auf den Boden, bewegt sich kein Stück. Aber hast du die jetzt, das Ding ist halt im Gegensatz zum Anfang, hast du die niedriger gestellt? Ja, genau. Ja, das ist das Problem gewesen, richtig. Ich habe das jetzt so eingestellt, dass er genau halt die ganze Zeit über dem Boden schwebt, sozusagen. Also mit so einer kleinen, geringen Höhe. Ja, das ist ganz schön nice. Also da würde ich halt nicht mehr anbauen. Keine Ahnung. Ja, das sieht einfach übel aus für mich. Oh, war Lack, wirklich übel aus. Im Uhrzeigersinn, im Uhrkreis. Bram. Uiuiuiui. Show us what you got. Ja, oh, Bram hat sogar noch eine Schaufel dran. Ja, zwei. Oh, er hat Kissen, wo drauf er steht. Oh, das sieht süß aus. Ja, auf die Idee kann Christian. Ich hab mir gedacht, der Adler braucht noch Federn. Gibt aber leider nur Kissen. Alter, das ist auch voll mobil, das Teil. Also es ja. Nicht optimal. Es sieht sogar ein bisschen so aus, wenn du das steuern könntest. Ein bisschen schon, ja. Alter. Bin gespannt, wer heute als erstes Holy moly, zur Erdumrundung ansetzen wird und wegfliegen. Ich glaube, das könnte meiner gar nicht. Ja, mal gucken, je nachdem, in welche Schrecklage du gerätst. Na dann schon. Ja, dann habe ich natürlich ein Problem, das weiß ich natürlich nicht. Also ich sag, ein Rennen würde ich gewinnen. Ja, auf jeden Fall. Ja, fahren wir leider nicht. Sepp. Yo. Ich hab Jindo Jun gebaut. Oh. Peter, wer ist Jindo Jun, hä? Ja, jetzt kommt. Das klingt nach einem Anime-Kram. Also wahrscheinlich aus Dragon Ball. Hier, das oh, Peter, ey. 100%. Sehr gut. Ich kann auch ein bisschen schweben. Ich habe es nicht so hingekriegt wie Jay. Ich musste was einbauen, dass ich quasi immer wieder ein bisschen Schub verliere, damit ich halt vernünftig schwebe. Ja, aber dafür kannst du lenken. Das kann Jay nicht. Ich kann mich halt so auf der Stelle lenken, ja. Oh. Ich kann halt fahren. Und halt so drehen. Also drehen kann ich eher als... Ja, ja. Das ist doch auch nicht schlecht. Ja, aber ich bin halt nicht so krass wie du. Also ich... Oh je, oh je, oh je. So der Satz, den Jay schon mal hören wollte. Also... Ja. Oh. Ja, das warte. Das stimmt. Oh shit, jetzt. Das reicht nicht. Ich hab nicht genug Power. Plus die Schubdüsen nach oben? Naja, die habe ich halt nicht mehr bauen können. Weil ich zu sehr mit dem Lenken beschäftigt war. Ja, aufstehen.
Ja, aber es geht ja eigentlich um Fliegen, nicht um... Ja, genau. Ich werde wahrscheinlich nie einen rausschieben können, weil ich gar nicht genug Schub habe. Peter fehlt noch. Und dann haben wir alle komplett. Yo. Dum, dum, dum. Dö, dö, dö. Oh, was ist das denn für ein Sport noch? Imperiales Ding. Oh, ja, Peter, Mensch. Ist das ein Sternzerstörer oder was? Ja, genau, es ist ein Sternzerstörer, Chris. Verarscht. Das ist ein, das ist ein, was ist das? Das ist ein X-Wing? Ist das eine X-Wing? Oder was? Nee. Nee, ich hab gedacht, schade, ich hab das, zu Peter gesagt, schade, ich erkenne das sofort. Keiner wenigstens sonst Sternzerstörer baut, ne? Ja? Und dann sagt Peter, ja, der sieht doch so aus. Ich finde auch, das sieht so aus. Also Peter und ich verstehen uns einfach. Ich hab das Problem, dass ich, wenn ich blenke, immer so zu so einer Seite weg. Ja, so wie ich, Peter. So wie ich. Ich glaube ja, aber, die Funktion ist so ähnlich wie damals ich hab den Namen schon wieder vergessen, den Block, den Jay aus Super Mario gebaut hat. Ja. Also Jay seiner ist wirklich so ähnlich. Oh, du, ich kann mich jetzt mit bewegen. Nice. Du drückst mich einfach auf den Boden. Peter, keine gepinnt. Nice. Ah, das ist meine valide Taktik. Ihn einfach pinnen. Okay. Eieiei. Ah, herrlich. Okay. Ja, bin ich mal gespannt. Also, drei Leben könnten heute schnell vorbei sein. Jo. Ah, scheiße, ey. Oh nein. Ich glaube, ich werde keinen rausdrücken. Ich glaube, ich fliege einfach von alleine raus. Ich muss die ganze Zeit gegensteuern, weil meine Schubdüsen zu krass sind. Kann man einmal festhalten, dass ich das leichteste Auto von allen gebaut habe? Das möchte ich mal einmal hier bitte gesagt haben. Und du hast auch so, würde ich jetzt mal behaupten, das kleinste gebaut. Ja, ich habe einfach einmal einen Block gemacht. Ja, also einmal eine Größe quasi so auf dem Boden, die man halt machen kann. Hab ich auch gesagt. Das wird ja gleich zu einer Baustelle fliegen oder sowas. Ja, Construction Site. Ja, ist klar. Also, ne, drei Leben für jeden. Hier draußen auf den Boden kommen, zieht ein Leben ab und ja, der Rest gucken wir mal. Ich würde sagen, wir kommen zur ersten Runde. Starten wir in 3, 2, 1. Ja, tryen wir einfach mal, ne? Fliegt meine Vöglein. Jawohl, ich hab Jay. Oh, Leute. Was? Ich hab ihn. Oh, ich hatte ihn. Nicht nach vorne. Du blödes Auto, Alter. Nee, Peter. Du bist doch kein Auto, Peter. Du bist doch ein Flugzeug. Ja. Du bist. Da, ich hab Sepp. Oh, nee, ich hab mich umgedreht. Moment, das ist blöd. Oh, oh. Moment. Oh Gott. Hey, ich sag's nicht so lästig jetzt hier, ja? Was ist denn jetzt die Frames so kacke? Weil keine du versuchst, Ahnung. Oh. Was du grad? Ich schieb, Peter. Du bist mit den zwei Stängelchen stark genug, dein ganzes Ding umzudrehen, ist ja krass. Ich Peter, nicht. Komm schon, Sepp. Nee. Sepp rausdrücken, aber Sepp kann sich da so ein bisschen. Oh nein. Rausdrücken. Sepp, komm her. Ich kann mich nicht mehr bewegen, Peter, du fettes Stück. Oh, was geht denn jetzt hier? Der pinnt dich am Boden. Wow. Alter. Okay, das ist nicht cool. Jetzt ich schiebe auch Sepp irgendwas. Rück links auf Jay drauf. Oh no! Ich häng hier. Fuck, ich bleib hier. Peter, ist mir egal. Kakerlake. Ey, nicht das Ding runterfahren. Was ist das denn? Ich häng in den Pistons fest von außen. Was macht ihr denn da? Sepp hängt in mir fest. Hier? Ich weiß Bram, bist du auf den Boden gekommen? Ja, Bram ist auf den Boden gekommen. Okay, Alter. Warum hängt denn, warum ist denn mit den Frames jetzt falsch? Ja, ja, ich bin dafür zuständig gerade. Der hängt in den Pistons. Ich bin in die Pistons von der Wand reingeflogen. Alter. Und Peter hängt wie so eine Schabe da an der Wand. Ich arbeite dran. Ich guck mir das hier alles ganz genau. Okay, ich komm runter. Ist ja gut, ich komm runter. Alter, ich kann nicht mal absteigen. Ja, jetzt. Ah, danke. Danke. Jetzt sind alle bereit und wir machen weiter. 3, 2, 1, los. So, wer macht hier was? Da, hier, Bram. Ich stelle erstmal an, während Bram, Peter und Sepp da vorne. Los! Raus da! Der Sepp hat seine Fühlerchen schon ausgefahren. Ja, die Fühler, die sind super. Oh, oh. Oh Gott, da, hier. Jetzt bin ich wieder bewegungsunfähig. Zack, hier, auf Jay drauf. Ah, dafür bewegst du ja noch einiges. Auch Peter dreht sich eine Runde. Ja, aber hier, Jungs, komm, hier, Peter. Peter, hier, weg da. Hier, weg, Peter. Ja, ihr habt mich. Peter kann sich ja, wieder aufstellen. Ja, das waren die.
Das waren die, die haben mich aufgestellt, ja, glaube ich. Besser. Oh, oben das sieht aus wie Breakdance, was ihr da macht. Oh. Pin! Nee. Oh Gott, falsche Taste. Easy. Oh, nee. Jake hat sich wieder bewegt. Oh, Sepp, oh, das ist gefährlich. Oh Gott! Das war mega knapp. What the fuck? Jeff, oh, nice! Durch die Gegend. Und liegt jetzt noch. Geh mal runter. Geh mal runter, Jay. Der wird niemals da runterkommen, weil der ja nur so ganz knapp. Doch, hier, oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ah, ja. Oh, easy! Oh, das ist knapp! Jetzt darfst du nicht irgendwo kommen. Oh nee! Oh, Jay! Mein Gott. Aber Scheiße! Angriff! Oh, nein! Oh, lass mich! Ich muss hier weg. Oh, Sepp, du schon. Ne, Peter, so nicht! Oh, oh, warte mal, ich kann Peter rausdrücken. Ja, nee, mach mal nicht, Moment, in welche Richtung Peter stehst du? Ja! Nee, das war knapp, Komm schon, Peter! Was ist denn jetzt? Ich häng in Sepp! Oh, Sepp hängt in mir! Mach mal nicht, ja, hier. Jetzt? So, jetzt. Peter! Ah, sehr gut. Die zwei etwas beweglicheren und die zwei... Oh. Peter! Pinter! Oh! Oh. Das sah schön aus. Da, jetzt. Jetzt aber! Oh Gott! Bombe. Das ist schwierig. Komm her! Ne, Moment. Jetzt nicht Brambaum auf dem Kopf. Oh. Peter ist noch richtig. Oh, Sepp auch auf dem Kopf. Oh, Sepp liegt jetzt auf dem Kopf. Ah, dann dreh dich um, Sepp. Peter, musst du hochfliegen und dreht er mal. Peter, don't do this! Oh, was? Oh, shit! Oh, Gott! Peter auf dem Kopf. Oh, Gott! Auf Wiedersehen, Frames. Oh, was? Ich bin... Sepp, was tust du da? Geh mal weg da! Okay. Ja, jetzt... Wow! Oh, ey, wie viel Kraft hat Peter in diesen zwei kleinen Dingen? Meine Arme sind stark. Oh, Gott! Gott. Ja, bei Sepp klappt... Also, Sepp... Oh, no! Was ist denn jetzt hier los, ey? Hüpfen! Ey, lass mich mal los, Peter. Das kommt aber nicht. Nee. Leute, heute machen wir eine Folge, wo wir fliegen. Oh, ich hab Sepp vielleicht! Oh, was tut ihr weiter? Da mische ich mich ein, Wie kann ich denn steuern? So, rein da! Oh! Ja, ich bin raus, ja, also, oder? Jetzt bist du raus. Oh, Peter, du Arsch, ey. Das sieht so geil aus. Ja, ja, oh, heute Gott. Fliegen wir alle. Und dann kommen die da angehüpft. Das ist schon oh, geil. Mann, ey. Oh, gutes Timing, Kurztür. Ja, ich muss noch ein paar Klos bauen. Gut, dann können wir weitermachen. Bram, nur noch zwei Leben. Sepp noch zwei Leben. Peter und Jay haben noch drei. Und wir starten die nächste Runde. 3, 2, 1. Auf geht's. Und go. Ja, Peter so. Und Sepp. Oh, da kam Jay von der Seite. Ist aber abgeprallt anstatt da irgendwann. Drin. Ey, was anderes kann ich auch nicht. Oh, das ist nicht gut. Oh. Ja, Peter, lass mal meinen Fühler los. In Peter. Ey, was wird das? Jeff, oh, weiß ich noch nicht. Oh. Nein. Jo, Peter ist raus. What the fuck, Alter? Peter ist raus. Alter, Bram! Okay. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit, jemanden down zu machen. Da ging schnell. Ja. Allerdings. Oh, gut. Was ist denn da Peter passiert? Ja, Peter raus. Ich hab den einfach mitgenommen. Easy. Und dadurch ist raum. Der Jonathan ist der Letzte, der noch über ha! Volle Lebenanzahl verfügt. Fangt mich doch! Wir müssen den wegmachen. Ja, mal gucken, wie sie jetzt hier taktisch eingestimmt wird. Alle sind da, ja, ne? Jay der Letzte mit drei Leben. Nächste Runde. 3, 2, 1, los! Spätestens im 101 habe ich eh keine Chance, weil ich keiner fangen kann. Oh Gott, Jay legt sich aber auch so ein bisschen gerade mit jedem da. An, ne? Na! Ja. Wieder geflippt. Nee, Moment, so, Sepp so ordentlich. Gerade Bram. Holy! Jo, Bram geflippt. Wo ist die Taste? Und jetzt Bram wegschmeißen? Uiuiui. Nee, deine Mutter wegschmeißen. Ich bin hast zu schwach. Hast du ein Problem, Sepp? Oh, ey, hilf mir mal, Bram. Wie kann ich denn zu schwach sein? Bist du leicht? Ja, natürlich ja, komm her. Gönn mir mal. Oh! Das war schöner, schöner Fuß. Was ist denn los? Ja. Oh, hier muss man raus. Oh, nee! Oh, nee, Bram. Oh, okay, nee. Moment. Oh, fuck! Das ist ganz schön knapp hier. Während Bram und Sepp da um die Wette tanzen. Jetzt raus da! Hilf mir mal, wer beim Schieben? Ja, warte, ich komme. Bram kommt, kein Problem. Ich kann nicht. Ich komme. Ja! Oh, ja. Oh, shit! Ah, ich glaube, ich bin schon auf den Boden gekommen, Christian. Ja.
Oh. Wie häng ich denn bitte hier? Damn it. Komm, hinstellen. Genau. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay. Die war gar nicht so kacke, meine Karre. Ich hätte gedacht, die wäre schlimmer. Ja, dachte ich auch. Aber ich kann mich eigentlich ganz gut... Also wenn ich dieses Problem mit auf dem Kopf liegen nicht hätte... Katja, hast dich auch vorhin auch gedreht. Okay. Ja, ja, aber das klappt nicht immer irgendwie. Ja, bisher war das nicht so tragisch, weil irgendwer dreht dich sowieso. Um. Damit geht's für Peter schon um die Wurst, denn der hat sein letztes Leben nur noch. Ja, Mann. Das Imperium verliert auch immer. Das ist halt scheiße, Peter. Das hat sich falsch ausgesucht. Wenn sich die ganze Galaxis vereint. Ja, ich bin eindeutig ein Zerstörer. Ja, ich finde auch, du bist ein Zerstörer. Also du bist mindestens ein Zerstörer wie Philipp. Peter, für mich bist du immer ein geiler Bomber. Geil. Und ich liebe mein Klo auch. So. Alle bereit. Dann würde ich sagen, machen wir weiter. 3, 2, 1, los. Komm, der Feind ist doch drüben. Da wird ja auch alles ein bisschen vorsichtiger. Jay und Peter sind natürlich jetzt nicht sofort drin. Wobei Jay sich das locker erlauben kann. Oh, what? Oh, Ramsom. Naja, Schräglage. Da, Jay. Oh, nee. Moment, Peter. Ganz kurz. Wait. Oh, hallo. Moment. Ja. Hallo, Alter. Oh, ich hab Jay. Hallo. Ich hab Jay geflippt. Oh, shit. Oh, was liegen die denn hin? Easy. Nee, Bram, so gerade noch abgefangen. Oh, nee. Oh, ist er nicht auf dem Kopf? Da kann er ja liegen bleiben. Warte mal. Wieso geht meine Klappe nicht mehr? Aber Bram flippt sich jetzt auch irgendwo hin. Easy. Oh. Ne, so nicht, Peter! Oh, oh shit! Oh. Oh. Scheiße, ey. Das war das entscheidende Zünglein an der Waage von Bram. Und hat Peter rausgehauen. Damn, son! Da, ja, Fields Batman. In der Tat, Alter. Und Robin auch. Ja, du fühlst dich wie Batman? Ja. Damit haben wir noch drei Leute. Was Jay ist denn da runtergefallen? Warum ist die Hupe runtergefallen? Was? Hier liegt eine Hupe jetzt. Was? Ja. Hat Christian da recht am Ausdruck? Hast du gerade einfach die Hupe abgebaut? Vielleicht. Hier liegt eine Hupe. Sie ist weg. Oh. Okay. Bram hatte Angst, wenn er rüberfährt und dann durch wegkatapultiert wird. Ja, hey, das wird mir egal, was passiert. Also wir haben noch drei verbleibende Teilnehmer, wenn mich nicht alles täuscht, haben Sepp und Bram noch zwei Leben und ja. Jay noch alle drei. Na, gucken wir mal. Guck, können wir mal. Los. Picken. Hi! Sepp hat es... Kurzweilig, also sehr eilig, aber hat sich dann überlegt, nee, ich muss mal. Ja, ich muss lenken. Wenn ich lenken muss, dann bin ich nicht ganz so schnell. Geradeaus fahren geht echt gut. Wenn ich meine Klammern hier ausgefahren habe, habe ich ein bisschen Schräglage. Das ist nicht gut für Bram, mein Kommentatorenstand. Fang mich doch mal. Reflex sowieso nicht. Hä, wieso kann ich jetzt nicht mehr lenken? Oh. Jay kann schieben. Oh. Nee, doch. Ich kann auch schieben. Ich will auch schieben. Auf falsche Taste. Oh, das don't do this. Jetzt ist Jay hoch. Oh Gott! Oh, nicht flippen. Lass mich! Also, beweglich ist er auf jeden Fall. Sehr schön. Oh, Bram! Oh! Hey, Bram! Da ist er rausgeflogen. Da war ich schon draußen. Oh nein! Bram, mein Freund! Nehm ich! Wie Jay einfach nur wegrennt, die Pussy! Ich kann ja nichts anderes machen! Ich bin mein größter Feind in diesem Spiel. warte mal, wo ist die Fuck, wo ist der vorne? Rechts. Ach, shit, ey. 2 Minuten mehr und ich hätte schweben können. Schade. Na, bau dich mal neu auf. Okay, jetzt Dennis ist in Gefahr, eliminiert zu werden. Ein Leben nur noch, Sepp noch zwei, Jay noch drei. Dennis in Gefahr. Dennis in Gefahr, finde ich super. Ja, sind alle fertig. 3, 2, 1, los geht's. Ja, was passiert jetzt? Bram. Richtig schön reingedriftet von Sepp. Nee. Oh, da ist Jay. Da, nein. Wieso ist der so schnell, halt zu, ey? Das ist doch nicht wahr. Da kommt die anderen nicht mit. Kann nicht sein.
Ja, er versucht es ja zumindest, ne? Oh Gott! Gerade funktioniert auch so ein Stückchen, jetzt konnte sich aber wieder so gedreht. Oh, Bram, nicht gut! Nein, 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 oh, das könnte gefährlich werden. Oh, oh Gott! Gott. Ich finde das schön, dass das so eine Mechanik hat, die anderen aber immer festzuhalten mit, seiner, ja, mit seinem Ding da oben dran. Lass mich los! Lass mich los! Oh, was da bloß? Sepp hat sich eingehakt bei Bram. In den. Hallo? Der ist eingehakt. Fest. Nix geht da. Ja, danke fürs Loslassen. Oh, 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 Bram. Die sind jetzt verbunden. Raus da! Oh nein! Bin down! Wie geil! Oh oh! Oh, das könnte böse enden. Oh, jetzt ja, genau! Oh Gott, das war knapp. Da hat Sepp die richtige Taste gemacht. Kann er mal euch hier. Hallo! Einmal bitte hochfahren, ich kann mich bewegen, danke! Was muss ich denn hier drücken, Bram? Boah, anlaufen. Lass mal die unteren Schubdüsen weg. Ey! Das ist eine gute Idee, nicht zu mir kommen. Tricks hier. Warte mal. Ja, jetzt! Oh wow. Gott! Wahnsinn! Dieser Impact! Krass. Ja. So, jetzt stehen wir richtig. Oh, drauf. Jetzt aber, Bram. Yeah! Oh, oh Gott, ey. Ich finde ganz schön, weil mittlerweile seid ihr, glaube ich, ineinander verbuggt. Weil du nee, hängst ich glaube, die ganze Zeit schon, ja. Naja, am Anfang hast du ihn quasi über diese, ich sag mal, Türme an den Ecken. Oh, gegriffen. Jetzt. Ja! Oh, nee! Boah. Oh Gott. Der nächste Suplex. Attacke! Oh. So, jetzt. Also, wenn ich mir das so richtig angucke, jetzt. Kommt ihr da nicht mehr auseinander. Ich glaube, ich würde auch sagen, wir machen uns mal auseinander. Ja, ja. Warte mal. Mach dich auseinander. Ah. Mach dich auseinander. So, warum stehe ich immer wieder hin? Guck mal. So. So, alle sind wieder frei, ne? Alles da, jeder kann sich bewegen. Cool, dann macht man weiter. Los, los. OJ. OJ. Ja, einmal rein. Komm, den machen wir jetzt mal an. Dann sind wir stark. Wo ist er hin? Ja, aber den kriegt leider keiner. Als wären das hier die Igel, die versuchen, den Hasen zu fangen. Alter, ey. Kann der mal bitte. Hatten wir ihn gerade kurz. Da, mit meinem Arm! Oh Gott, was ist das? Nein. Ja, so ein bisschen, aber Bram ist jetzt schon wieder oben drauf. Ach, Bram verbrannt ja. Will er da auch hier. Oh, 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 nee, stopp. Ich glaub, du bist erst wieder in der Arena am Boden gekommen. Ich glaub, das kam hin. Komm mal, Bram, ich versuch dich zu retten. Jo. Nee, ich halte mich hier selber auf dem Boden gerade mit allem, was ich habe. Bruder, komm raus. Okay, wohl, was tue ich jetzt? Bruder, komm raus. Tag, warte mal. Ich über die Linie, also. Komm. Was macht er jetzt? Nein, Jay. Was willst du tun? Nee. Sepp versucht ja. Sepp verteidigt Bram da gerade so ein bisschen, ne? Ja. Jay da oh Gott, aber ich muss gucken, dass ich selber nicht drauf gehe. Ah, guck mal, da wurde ich. Oh, oh Gott. Da bin ich wieder am Stil. Nice, Dankeschön, Sepp. Yes, komm, jetzt kriegen wir den. Ich hab ihn. Nein. Ach komm, ey. Ja, da. Ich bin nicht schnell genug für den. Ey, jetzt doch nicht auf mich. Ich kann mich nicht mehr so schnell drehen. Oh Gott! Da, ja, ich hab ihn! Gut, komm! Lass das! Weg! Da, komm mit meine Griffel! Komm mit meine Griffel! Das ist so geil, dass mich Bram immer so schrittweise hinterher. Bom. Als wäre der so ein Endgegner, ne? So wie der. So wie da wie jetzt! Der in Resident Evil 2. Oh, du Scheiße, ich fühle mich halt wirklich wie David gegen Goliath mit meinem kleinen Vieh. Wer ist denn Goliath? Ja, ihr! Ich kann dich nur schieben! Wow, nur weil ich dick bin. Wir sind eher dick und doof, also. Ja, jetzt gerade verkeilen die Sepp und Bram, glaube ich. Oh, oh. Ja, schon, du musst auch ein Leben verlieren. Da, so. Ja! Warten wir mal. Früher oder später werde ich dann auch verlieren. Oh! Oh, Bram, warte mal. Ihr landet auf Sepp. Oh Mist. Oh Mist, nicht gut. Hier, mach mal einen Abgang. Ah, easy. Und wieder frei. Das macht überhaupt nichts! Das ist auch gut so, dass das nichts macht.
Da, jetzt kann ich J machen. Oh Mist. Ja. Ich muss unter seinen Arsch. Oh. Never ever. Oh, hoppala. Oh, hoppala. Oh, ja, da bin jetzt. Ich wieder. Yo, komm her. Ja. Da wäre Jay fast auf der Seite gewesen, aber er kommt jetzt nicht mehr. Nein, nicht einfahren. Oh. Tschüss. Oh, ich hätte noch einen zweiten Hin. Knopf einbauen sollen. Okay. Jetzt vielleicht? Jetzt. Nein! Ja, nein! Ja. Two count. Jay, das sieht aber gut aus. Bram, nee! Ach, jawohl! Oh, scheiße! Der ist schon wieder aus. Drin. Man muss aber sagen, das ist noch ein 2 gegen 1 gerade. Ja, ja, sehe ich. Da musst du bis auch mal ein Leben verlieren, ey, boy! Ich krieg euch aber nicht. Komm her, oh, der rennt ja auch nur weg, die feige Fritte. Oh Gott. Also, wir, guck mal, wie er nur wegrennt. Okay, lock uns in die Ecke. Keine Ahnung, wie ist das hier? Oh, das war ein guter Angriff, Bram. Jetzt hat er sie einfach draufgelegt. Nein, die machen hier schon weg. Oh Gott! Oh nein! Falsche Taste. Oh no! Oh Mann! Da war er sich selbst der größte. Wie soll ich das denn schaffen? Mann. Schade. Das war lustig. Ja, Das heißt, wir kommen. Ist okay, ich nehme die Niederlage an. Das heißt, wir kommen zum Finale zwischen Jay und Sepp. Ja. Ja. Ja, und die haben noch relativ viel. Also, Sepp hat mal noch 2 Leben, Jay noch alle 3. Jetzt muss Jay wenigstens mal angreifen. Leider kann Jay. Ich greife die ganze Zeit an! Ja, wer das AFK, sieht man wohl, wa? Wandern oder was? Ach so. Ich hab mich gerade runtergeschubst. Aha. So. Ja, nichtsdestotrotz können wir das Finale ja spielen, ne? Jay gegen Sepp, die stehen da auch schon bereit. Kommen wir jetzt mal in die Finale. 3, 2, 1, los geht's. Jetzt bin ich sehr gespannt, was da passieren wird. Komm her in meine Mixgriffe. Also ich meine, beide wollen ja, aber beide können aber auch nicht so richtig. Oh Gott! Der eine ist so unbeweglich, der andere ist zu schwach, aber vielleicht auch nicht. Boah, Sepp, dir fehlen echt die Schubdüsen auf dem Boden. Da fehlen nur noch knapp 2 Meter. Schieb ihn raus! Oh, nee, das war... Nee. Kann ich sein? Oh Gott. Jetzt komm her. Ach komm, ey, der ist aber auch stark auf der Seite. Oh, was? Oh, das war knapp. Oh, Alter. Danke, oh Gott. Immer schön wobbeln. Kann man nicht pfeifen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weg! Das wäre die Chance gewesen. Oh Mann, ey. Hier steht's, ich war gerade auf Klo. Also knapp. Noch ist nicht viel passiert. 3-2 für Jay. Falsch Taste! Okay. Oh! Oh! Erwischt! Nein! Oh Gott, wieder falsche Taste! Aber selbst. Jetzt hab ich dich! Jetzt ist Kacke! Das kann nicht sein! Oh! Zack! Das ist jetzt schlecht! Ja, genau! Breakdance Moves! Für die Fans! Komm, lass mich doch mal. Oh Mann. Der Schild drückt sie halt auf den Boden. Nee. Ich nicht. Oh, so, jetzt aber. Jo. Raus, also der ist ja noch easy in der Arena. Ja, nur weil der schrappt doch mit seinem Boden über den Kopf, ey. Ja, aber... Ja, mit dem Kopf über den Boden. Nein, jetzt hat nee. Auf jetzt, ja, jetzt aber! Jetzt ja! Ach, kacke, ey. Yes! Alter, ich hab one-on-one. Alter. Mein Kryptonit ist. Das ist jetzt hart für Sepp. Ein Leben gegen 3. Mal gucken. Aber ne, im Profisport ist natürlich nichts unmöglich. Nichts ist unmöglich. Du musst nur einen Fehler machen. Genau. Alles kann passieren. Beim Steuern.
Ja, Jay noch mit vollem Leben, Sepp nur noch eins. Ja, ihr steht, glaube ich, bereit, ne? Ja, ja. Cool, dann vielleicht die letzte Runde, aber mal gucken, ob Sepp sich vielleicht noch wehren kann, ne? 3, 2, 1, los. Was kann Sepp machen? Erst was wird das denn jetzt? Oh Gott, was war das denn jetzt? Das keine Ahnung, was hast erwartet. Du denn vor? Das war, erstmal das wird war hier ausgefahren. Unerwartet, erwartet, ey. Nee, da muss ich nicht drauf parken. Die falsche Taste. Warum denn nicht? Oh, da parkt er doch da drauf. Oh ja, nein. Ach, der kriegt das auch zu schnell unter Kontrolle hier. Mit seiner Kackkarre. Oh oh. So, jetzt raus! Ah, dafür kann Sepp dann doch zu gut lenken. Oh, geiler Tanz gerade. Stimmt, hier schiebt ja gerade gar keiner irgendwen. Die fahren einfach. Ja. Alter! Komm, gib it! Was ist da los? Give it to me, baby! Er hat ein bisschen was von Kampftanz hier. Capoeira. Ja, so ein bisschen. Das habe ich mal in live gesehen, in Düsseldorf. Das ist echt cool. Alter, ich komme immer auf die 5 mit deinen Fettfingern! Ja, dann drück doch nicht die 5. Ja, dann drücke ich mich immer selber auf den Boden. Wenn Ihre Finger zu fett sind, dieses Telefon zu bedienen, drücken Sie mit der ganzen Hand auf alle Tasten. Ah, weg die Sau! Ja, jetzt! Oh Mann! Alter! Weg! Oh, ich muss hier weg. Einfahren, ja, einfahren, irgendwie. Einfahren, oh, das könnte jetzt knapp werden. Nee. Oh, einfahren! Fuck! Jay drauf. Oh, das ist nicht gut. Don't do this! Jay erstmal nicht mehr weg. Sepp muss aber da runter. Ja, ich muss hier runter. Das ist ganz gefährlich. Du musst aber fliegen. Vertraue in deine Flugfähigkeiten. Okay, ich fliege. Ich fliege? Ja, aber Jay schießt. Nein! Ja, jetzt ich hab wieder 5 gedrückt! Oh, 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 oh. Tja, die 5. Oh Gott. Oh nein, mein Ding. Oh, schon ist Sepp. Oh, mein Ding hat sich verhobelt. Mein Ding hat sich verhobelt. Oh Gott. Oh, komm her. Das ist Wahnsinn, wie schnell Jay plötzlich hinter einem ist. Ja, der ist einfach. Aber der kann das auch nicht viel machen, wenn man nicht selber noch ein bisschen in die Richtung Schub gibt. Ja, das ist auch gut so. Reines Taktieren hier. Das Spiel ist von Taktieren. Das ist kein Taktieren, ich drück die ganze Zeit. Ja, komm, hier, komm. Stock mich doch auf, du Stück Scheiße. Oh Gott! Oh! Sehr knapp. Oh, 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 oh. Nicht fliegen! Los ist alles so, gut, Kollege, alles jetzt gut. Hab ich dich. Wenn du umfällst, wäre schlecht. Sei denn, du fällst nach vorne. Da wird wieder raus. Na, links! Mach links die Schubdüsen an! Ja! 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 Da ist der Sieg für Jay! Wahnsinn! Tschüss! Also heute Wochenende! Ja flawless! Erstmal auch noch Viertelstunde vorm Ende fertig. Also, Chapeau! Alter Verwalter, Chapeau, ey. Jonathan! Nice, Jay. Shampoo, Junge! Ja, ich bin. Das Problem ist, ich bin halt nicht stark genug. Ja, gut, wir haben auch alle in die gleiche Richtung die gleiche Anzahl an Schubdüsen, deshalb. Ja, aber irgendwie habe ich trotzdem nicht die Kraft gehabt, um irgendwie euch wirklich zu schieben. Ja, du gewonnen hast trotzdem. Also, ja, eins gegen eins. Ich, finde das auch krass, dass das so gut funktioniert, dieses Ding. Danke, Jindu Jun. War schön mit dir. Ja, der vierte Platz ging heute Juhu. An Peter. Dritter Yo. Und Bronze, Dennis Bram. Silber an Sepp und Gold für Jonathan. GZ. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt mit Fliegen. Ja, wir sagen vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.